Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder Minecraft Mystery. Und oh, schau mal, wie soll das hier aus der Kopf dahinter mir. Hallo. Kroko mit den vier Augen. Das ist aber nicht das, was wir heute machen. Ich glaube, ich habe das ganze Inventar voller Schrott. Genau, ich habe noch nicht ausgemistet, aber ich dachte, das muss auch nicht sein. Denn die erste Tat, die wir vollbringen, funktioniert so leider trotzdem nicht. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Wir springen mal runter in die Rohstoffbude. So, hier unten habe ich wieder ein paar Sachen eingesammelt und ein bisschen Ordnung gemacht. Nur ein bisschen, ist immer noch viel Grusch drin, aber ich habe uns noch Beton und Schilde mitgenommen. Denn was ich heute als allererstes mit euch vorhabe, und dafür gehen wir hier hinten raus, ist ein... Oh, Security? Wie bist denn du da rausgegangen? Ach, du kannst rauslaufen, weil die Dinger nicht unten sind, ne? Das wäre ja lustig, dich da reinzukriegen, ist ja unmöglich. Einfach mal die Türen raus. So, die Security ist wieder da, wo sie hingehört. Und dann gehen wir raus. Okay, also ich möchte mit euch ein Board aufstellen, an dem wir die Dinge hinnageln, die wir noch tun wollen. Und ich dachte, hier wäre eigentlich ein ganz guter Ort, um das zu tun. Und die Dinge müssen wir eigentlich auch noch weghauen. Wo bauen wir denn das Board hin? Bauen wir es hier auf die Seite? Oder stellen wir es hier einfach hier mittig rein? Aber ich möchte es dann auch nicht, dass ich sie da weghauen muss. Es sollte vielleicht eine Weile bleiben können. So, kleines Ratespiel. Wer von euch weiß, wo ich bin? Gar nicht so schwer gewesen, ne? Gar nicht so schwer. Ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte das Ding einfach, damit es auch länger stehen bleiben kann, hier unten drunter basteln. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist eigentlich der Eingang? Ganz einfach, ich habe den jetzt hier seitlich hinten platziert. Da kommen wir rein, hier können wir runterhüpfen und da bauen wir uns jetzt einfach ein Board. Das können wir eigentlich dann auch komplett mit Stein machen, die Seite. Haben wir jetzt genug im Inventar. Es ist so anstrengend, wenn man so schnell abbaut. Also ich meine, das ist total praktisch, aber manchmal auch anstrengend, das zu koordinieren. Wir machen hier eine komplette Steinwand und vor die setzen wir dann die richtige Wand. Total unnötig, aber wir machen das jetzt so. Prinzipiell hatte ich mir für die Wand überlegt, ich glaube, wir fangen hier an und gehen hier rüber. Und dann machen wir sie ja schon vier hoch. Ich glaube, das sollten wir schon tun. Ich habe da jetzt extra weißen Beton genommen. Vielleicht brauchen wir gar nicht so eine große Wand, aber ich habe es jetzt einfach mal so groß gemacht. Eigentlich ist sie zu groß. Und dann wollte ich die aber eigentlich, vielleicht hätte ich die mal zuerst machen sollen. Schaut mal, wir machen erstmal die, vielleicht müssen wir die Wand ein bisschen kleiner machen. Mal schauen. Also so machen wir das hier. Das wird die Seite sein. Und dann möchte ich nämlich hier entlang gehen und sagen, so. Das wird der Rahmen unten sein. So, und dann fehlt hier noch eine. Und oben möchte ich auch noch eine Reihe machen. Dafür reichen uns jetzt Dinge nicht, aber wir haben noch genug Zeug dabei. Halt, jetzt habe ich hier wieder einen Fehler gemacht. So, ich habe es jetzt einen Block niedriger gemacht. Ich glaube, das ist ganz gut. Und habe jetzt hier noch so kleine Wege nach oben eingefügt, weil was weiß ich, wann ich da mal raufgehen will. Aber man kann auch mal von weiter oben auf diese Tafel schauen. Und ich habe sie eins kürzer gemacht. Ich habe es jetzt eins kürzer gemacht, weil ich denke, die Felder reichen uns völlig aus. Und ich möchte auch irgendwie so vorgehen, ich schreibe nur hin, was ich noch tun möchte. Und wenn ich es erledigt habe, dann hauen wir es einfach weg von der Wand. Das wäre mir jetzt eigentlich ganz recht so. Und dann noch Laternen hingehängt, ne? Damit es ein bisschen hell ist hier drin. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Es wäre eigentlich klüger gewesen, dieses wunderbare Board oben im Baum zu machen bei der Map. Dann hätten wir immer auf der Map schauen können, oh, wo bauen wir jetzt? Und dann hätten wir hier schauen können, was bauen wir jetzt? Aber jetzt habe ich keine Lust mehr und jetzt ist hier unten. Jetzt ist es, wo es ist und vielleicht ist es auch ganz gut, weil hier ist ganz gut versteckt. Da kriegt es nicht jeder mit. Ja. Okay, ich zeige euch, was ich... Habe ich das gescheit aufgeräumt? Oder gar nicht? Meine Schalkebox ist verschwunden. Ach, die ist gar nicht rein. Ist es noch. So, also, was wir haben hier. Wir haben hier oben... Die Eisenfarm muss fertig gemacht werden. So ein paar Pilze und Grünzeug habe ich mir da noch eingebildet. Wir werden Felder noch anlegen. Dafür holen wir uns die Hilfe eines Minions. Für dieses Minion müssen wir noch ein Haus bauen. Das machen wir am besten heute. Wir müssen Wege bauen. Das machen wir vielleicht in den Streams. Wir müssen die Rückseiteplanung gestalten. Wir müssen noch einen Markt und den Hafen fertig bauen. Den Baumgarten. Und dann habe ich hier als letztes noch die König-Challenge. Das ist noch ein großer Mythos, wo ich noch nicht weiß, ob ich das umgesetzt bekomme und ob das funktioniert. Und das bleibt ein großes Geheimnis und eventuell wird es nie gemacht. Und wenn, dann ist es was fürs großartige Ende. Mal schauen, das hat sich der Kroko hier so überlegt.
Man kann so ein bisschen raten, was es wird, ne? Ja, jetzt sind wir doch wieder bei der Karte gelandet. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich möchte heute eventuell hier noch so zwei kleine Wege einziehen, um ein bisschen Feldereinteilung zu machen. Und kann euch dann an der Karte erklären, was wir hier vorhaben demnächst. Und möchte hier ein kleines Häuschen draufbauen. Hab da eine nette Idee für, denke ich. Und dann fallen wir hier rein, wie immer. Es darf nicht fehlen. Schauen wir doch nochmal kurz bei Mika vorbei. Der Arme ist krank. Dieses wunderbare Stückchen Erde soll die neue Heimat eines Minions werden. Ich dachte mir, wenn wir schon jemanden mit auf den Server holen, dann auch entsprechend mit gebührender Unterkunft. Vielleicht sollten wir dann auch einfach einen Baum lassen und nicht weghauen. Aber ich wollte lieber dann gezielt Bäume pflanzen. Ja, wir hauen ihn jetzt erstmal weg und pflanzen lieber gezielt dann Bäume. Da bin ich jetzt einfach mal so frei. So. Ist lustig, dass hier sogar ein... Hallo, grüß dich. Hier kannst du gar nicht weg. Und dann machen wir mal den Baum da hinten auch weg. Oder lassen wir den? Den könnten wir eigentlich lassen. So, wir brauchen als allererstes mal Platz zum Bauen. Wie machen wir denn das? Da hauen wir mal das alles weg. Wenn sich jetzt einer die Folge wundert, so Kroko, wo sind denn deine Timelapse geblieben? Die Folge sparen wir uns die Timelapse, weil ich im Moment mit dem Server noch auf Kriegsfuß stehe. Und erst wenn der Server wieder repariert ist, glaube ich, mache ich wieder eine gescheite Timelapse. Das ist hoffentlich bald passiert. Nur ich spare mir die, glaube ich, in der Folge einfach. Dann ist es nämlich so, wenn der Server abstürzt, dann muss ich beide Accounts neu einloggen, also meine beiden Kamera-Accounts neu einloggen etc. Das zieht sich immer so und im Moment ist es so nervzehrend. Also ist der Server während der Aufnahme schon dreimal abgestürzt. Brauche ich nicht unbedingt. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nachdem der Server mir direkt, nachdem ich hier gequatscht habe, mit euch nochmal abgestürzt ist, habe ich den ganzen Server jetzt reparieren lassen. Also es sollte jetzt keine Fehler mehr auftreten. Schauen wir gleich mal, ob es läuft. Wenn es wieder abstürzt, dann ist das Problem nicht behoben. Aber ich habe jetzt auch meinen Kamera-Account wieder. Also ich denke, wir werden eine kleine Timelapse auch noch machen. Jetzt werden wir uns aber erstmal überlegen, wie wir hier auch wirklich vorgehen können. Ich habe dafür ein paar Sachen mitgebracht. Unter anderem eine Werkbank und eine Ender-Chest. Und eine Truhe habe ich auch mitgebracht. Eine doppelte. So, dann kann ich nämlich hier schon mal meinen Krusch reinschmeißen, den ich jetzt mal aktuell nicht brauche. So. Und dann machen wir hieraus mal schnell Steinblöcke, weil ich möchte einen Stein... Oh, jetzt habe ich es nicht geschafft. Ein Steinfundament haben. Wie wir hier genau vorgehen, das muss ich jetzt nochmal ausloten. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Legen wir einfach mal los. Man muss einfach loslegen. 1, 2, 3, 4, 5... Das Haus steht irgendwie in die Richtung. Gehen wir ein Stück weiter hinter. Nein, das Haus steht längs. Okay, wir brauchen trotzdem 5, damit wir 3 Innenraum haben. So. 3x4 vielleicht? Oder 3x5? Wir müssen weiter hinter, wir müssen weiter hinter. Definitiv weiter hinter. Sonst funktioniert das nicht, was ich hier vorhabe mit euch. Und einen kleinen Plan habe ich im Kopf. Also ich habe nicht genau überlegt, was ich baue, aber ich habe einen Plan im Kopf. 1, 2, 3, 4, 5 und dann gehen wir hier rüber. Ja, noch nicht. Eins weiter hinten noch. So. Wir machen hier ein relativ klassisches kleines Häuschen. Im besten Fall ein bisschen schöner wie das, was wir beim Lars für die Dorfbewohner hingestellt haben. So. 2, 4, 5 mal 4 wollte ich es auch nicht. Ich wollte mal 3 haben, das Ganze. Perfekt. Jetzt sollte der Grundriss ganz einfach. Und dann... Schauen wir mal, was wir hier noch für Baumaterialien haben. Jetzt wird schon wieder Nacht. Aber ich habe ein Bettchen mitgebracht, dass wir hier auch gleich übernachten können. Ist noch nichts anderes drin, aber ein Bett. So habe ich mir das jetzt mal vorgestellt. Ich habe ein kleines Stück noch hier rüber geschoben. Und habe hier jetzt mal noch Pfosten angebracht. So, auf die wir dann... Ich weiß noch nicht, ob es Dschungelholz wird, aber vielleicht wird es Dschungelholz. So, halt oben auf. Dann so Stützen stellen können. Das war mal so der Plan. Und hier nehmen wir natürlich die Kanten auch raus. Nehmen wir hier die Kanten raus? Ja, ich denke schon. Und machen uns dann Stützen nach oben. Dafür sollten wir uns aber auch von dem wunderbaren Dschungelholz noch nehmen, das wir hier irgendwo noch drin haben. Ja. Und das dann nach oben ziehen. Wie hoch auch immer. Und ich glaube, ich möchte es entrindet haben.
Bin mir aber echt noch nicht sicher. Ich glaube, entrindet und dann Knöpfe noch dran irgendwie als Verzierung. Irgendwie so. Ich glaube, das möchte ich einfach ausprobieren. Das wäre jetzt mal meine Herangehensweise. Okay, Grundgerüst soweit eigentlich ganz cool. Ich habe mir das ist einfach mal so, was ich mir gedacht habe. Ihr habt es ja schon von oben gesehen in der Timelapse. Ich möchte jetzt hier ein ganz normales Dach draufsetzen mit einem kleinen Giebel hier nach vorne. Hier seitlich kommt eine kleine Pergola hin. Das habe ich jetzt mal so vorgebaut. Ich denke, ich werde dann noch ein bisschen so Grünzeug hier irgendwo zwischen reinpacken, das dann runterhängt. Hier einen kleinen Feuerplatz, ein paar Sitzplätze außenrum, kleiner Steg, Brücke hier rüber, fertig. Dach ist jetzt die nächste große Thematik, die gehe ich jetzt im nächsten kleinen Timelapse an, denke ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit aus welchen Blöcken ich es machen will. Aber ich denke, ich werde tatsächlich hier in die Quarzkiste greifen, weil das dann am besten zum Rest passt. Quarz und mal wieder so ein bisschen Diorit. Ich denke, damit tun wir uns ganz gut gefallen, oder? Natürlich jetzt so ein paar Ecken, die nicht so ganz 100% passen hier. Da müssen wir gleich nochmal schauen, wie wir die umsetzen können. Aber an sich bin ich doch schon recht zufrieden. Möchte so ein paar Details mal hier anbringen. Das sind so für Zierungen für mich. Packen wir auch mal die Knöpfe hier außen rum. Ihr wisst ja, Knöpfe sind einfach immer unnötiges Detail. Perfekt. Hier geht es jetzt nicht. Die Stelle müssten wir uns nochmal anschauen. Mal schauen, wie wir die umsetzen. Vielleicht nehmen wir einfach das hier raus und setzen da nachher oben einfach Grünzeug rein. Dann ist das Problem am schnellsten gelöst. Wir können uns auch gleich mal so ein paar Büsche holen. Welche nehmen wir denn da am besten? Oak oder Jungle? Jungle, glaube ich. Ich glaube, wir nehmen uns da gleich ein bisschen Dschungel. Zack. Und zack. Soll ja hier überall so runterwachsen und reinwachsen. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Überall ein bisschen. Und dann gerne auch mal an den Seiten so ein bisschen mehr, dass es so runterwächst. Ich glaube, das ist ganz... hat schon was. Hier nochmal einen raus. Dann hier einen... da wollte ich eigentlich drunter machen, so. Das ist schon ganz cool. Dass man halt so eine kleine grüne Veranda hat. Veranda? Wie heißt das? Pergola. Ah, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So eine Überdachung halt. Okay. Das ist doch schon mal ganz cool. Das Dach ist, glaube ich, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwie auch ganz, ganz süß. Schauen wir mal, ob wir hier so ein bisschen Grünzeug reinklatschen können, ob es nach was ausschaut. Und einfach hier irgendwas runterwächst. Ein bisschen zu viel. So. Ja, warum nicht? Ne? Kann man schon machen. Okay, ich weiß wieder ein paar Elemente, die ich bauen möchte. Mit denen fange ich jetzt auch einfach mal direkt an. Ich glaube, ich möchte hier eine Feuerstelle haben. Die wird als allererstes mal hier Einzug halten. Und die möchte ich relativ einfach halten. So. Und ein Lagerfeuer in die Mitte. Zack. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und vielleicht machen wir es dann hier gleich noch einen Tisch dazu. Hier ein Tisch, da vorne ein Tisch. Und gut ist. Und dann kommt hier der Weg an von hier drüben. Wir müssen mal wieder ins Bettchen. Gott sei Dank haben wir schon eins hier. Okay, jetzt müssen wir hier so ein bisschen eine Terrasse gestalten. Das hier hinten wird dann so ein bisschen Stauraum, denke ich, mit Kisten und Fässern, so, was ihr halt von Kroko kennt, ne? Kennt man ja irgendwoher. Jetzt möchte ich hier so einen abwechselnden Boden aus Steinen halt. Ich habe, glaube ich, noch so kaputte. Halt, da muss ich hier schauen. Ja, perfekt. Das gibt, glaube ich, eine schöne Bodenmischung. Überall so ein bisschen und das Grünzeug dann auch hier reinwachsen lassen. Ganz wichtig, dann mal wieder so ein paar große Platten zwischendrin. Ein paar ganze. So. Und das Ganze hier natürlich außenrum. Das lassen wir hier so ein bisschen rum. Das geht dann bis zu dem Steg, der irgendwo hier beginnt. Machen wir es mal so, genau. Ja, warum nicht? Dann verschwindet unten halt eins. Der Boden, da hinten habe ich ein bisschen Erde noch gemacht. Lagerzeug packen wir später rein. Jetzt möchte ich hier die Brücke drüber machen und ich möchte hier wieder ganz klassisch sein. Ihr wisst ja, Coco mag diese Brücken einfach unendlich gern. Ihr habt sie vielleicht schon satt, aber tja, tut mir leid. Es
So. Das muss weg. Und das muss weg. Ich finde, die passen einfach so gut zum Mystery, diese, also zu meinem Stil hier. Diese kleinen Holzbrückchen. Deswegen baue ich sie so häufig. Ich liebe einfach auch den. Ja, vielleicht machen wir hier das weg und machen dann da. Das noch eins an. Nehmen da die Falltüren. Setzen die Falltüren hier am Ende so hin. Und dann brauchen wir die hier, genau. Die nehmen wir auf alle Fälle. Ich wollte diesmal nämlich ein Geländer aus dem. Wie habe ich das denn da vorne gemacht? Eins weiter oben. Dann machen wir das hier auch so. Nehmen wir den Block hier. Und dann nehmen wir den Block hier oben drauf. Zack. Und spannen hier so ein Seil. Schauen wir mal. Och, hier ist das noch. Da ist wieder Zielen gefragt. Ihr habt es in der kleinen Timelapse gesehen. Ich habe jetzt hier so eine Sitzecke gemacht. Die finde ich total cool. Schaut aus wie so kleine Sitzhocker da. Natürlich kann man sie nicht hinsetzen. Aber trotz allem finde ich es total cool. Dann so ein paar Trinkbecher hier oben rein. Hier noch so ein bisschen Abstellbereich. Jetzt müssen wir natürlich hier hinten noch Kisten hinmachen. Ich habe natürlich keinerlei Kisten dabei. Aber die sind ja auch schnell gemacht. So, und dann können wir hier auch schon. Tja, wenn man jetzt wisst, was Kiste hieß. Barrel, ne? Fass. Wir wollen ja eine Fass, keine Kiste. Wieso darf ich kein Fass machen? Ich weiß aber noch, wie es geht zu craften ist. Komm. So ein bisschen was weiß man ja noch. Perfekt. Und dann tatsächlich noch die ein oder andere Kiste wäre natürlich noch nett. Gut, dass ich jetzt mein ganzes Zeug hier verballert habe. Und das zimmern wir jetzt hier hinten einfach mal so ein bisschen random hin. Das darf ruhig so ein bisschen halt irgendwie und so ein lagermäßig sein. Das Ding zwischen rein. Ich mag das Teil gerne so einmal so ein Ding hinstellen. Das wirkt irgendwie ganz cool. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns um den Innenraum kümmern wollten. Da wollen wir irgendeinen Boden drin haben, der halbwegs schön ist. Was können wir denn da nehmen? Ich glaube, wir nehmen Sand. Das ist mal so ganz anders irgendwie. Halt. So. Ja, warum nicht? Und dann hatte ich mir hier drinnen was eingebildet. Und zwar wollte ich hier unbedingt einen Farn drin stehen haben, so einen großen. Habe ich mir irgendwie eingebildet. Und dann normalerweise würde ich sagen Werkbank. Werkbänke verteilen wir ja prinzipiell keine. Dann machen wir ein Fass in die Ecke. Und in das Fass eine Werkbank. Ich finde, das könnte man schon so machen als Geste, dass hier eine Werkbank stehen könnte. Und dann natürlich ein bisschen Licht hier drin anbringen. Dafür bringen wir eine hier an. Stellen hier noch ein Fass. So, und da eine Laterne drauf. Jetzt wäre natürlich noch so ein kleiner Teppich hier ganz schön. Schauen wir mal, ob ich Wolle da. Ich glaube, ich habe keine Wolle da. Okay, ich habe jetzt die Kisten hier weggebaut. Und jetzt kommt natürlich eins der wichtigsten Dinge. Und das ist nochmal so ein bisschen dekorieren. Ein bisschen Pflanzen raushauen. Überall ein paar. Und dann möchte ich die Insel wirklich so ein bisschen eingewuchert haben. Das heißt, ich werde hier ein bisschen viel mit Knochenmehl machen. Schauen wir mal, ob das Knochenmehl reicht. Sonst müssen wir noch was holen gehen. Das schaut ganz gut aus. Gezielt einsetzen, das Knochenmehl. Dann reicht's auch. Und dann, denke ich, können wir uns auf alle Fälle mal einen Blick gönnen mit Shadern. Auch wenn es ein bisschen ruckelt. Aber schaut schon echt cool aus. Schaut schon echt cool aus. Und dann noch einmal mit Krokos Lieblingsshader. Ist auch cool. Ne, ich muss sagen, mit dem Shader mag ich das echt gerne. Oh, jetzt habe ich hier verlaufen. Mit dem Shader mag ich das echt gerne, weil man die Kanten schön sieht. Und ja, es ruckelt ein bisschen, ich weiß. Tut mir leid. Gerade ist mein Rechner überfordert. Es läuft zweimal Minecraft. Einmal Minecraft mit Shadern und dann ist die Sichtweite so schön weit. Da kann es nur ruckeln. So, schreibt mir auf alle Fälle mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt von diesem kleinen Hütchen. Ob es so ultra-elfisch ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, das ist trotz alledem ein ganz süßer Ort und vielleicht müssen wir noch einen Baum pflanzen später. Vielleicht fehlt da noch ein kleiner Baum oder ein Dschungelbaum. Auf alle Fälle schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wenn ihr das Video gut findet bisher, dann dürft ihr es gerne liken. Und wenn ihr neu seid, abonnieren. Und wir gehen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Eigentlich wollte ich mit euch hier die Felder ein bisschen einteilen. Ist gar nicht so kompliziert. Ich wollte irgendwie einen Ding, der dahinter geht und einen, der dann hier hintergeht oder so. Das hebe ich mir aber tatsächlich fürs nächste Mal auf, weil jetzt wird die Zeit für die Folge knapp. Ich würde mit euch jetzt gerne noch eine kleine Runde zum Mika fliegen. Wenn ich mich richtig erinnere,
war ich mal beim Lars. Und als ich beim Lars war, war es Nacht. Und dort kämpften ein paar tapfere Schneemänner an einsamer Front gegen Skelette, Zombies etc. Ich vermute schwer, dass der liebe Mika an der Stelle dem Lars einen kleinen Streich spielen wollte. Das finde ich ja prinzipiell eigentlich ganz gut. Aber wenn Streich, dann kennt ihr ja mich. Dann richtig. In diesem Sinne. Servus, grüßt euch, der Ork ist wieder da. Habt ihr mich vermisst? Ganz genau. In diesem Sinne werden wir mit dem Ork jetzt aufbrechen und dem Mika einmal zeigen, wie man so einen Prank richtig ausführt. Ich hoffe, ich habe einfach genug Köpfe für dieses Vorhaben. Mal schauen. 57 Köpfe, das sind nach Adam Riese 57 Schneemänner. Dafür brauchen wir aber noch divers viel Schnee, kriegen wir hin. Ich musste es auf die harte Tour lernen. Mit einer Silk Touch, also mit einer Behutsamkeitsschaufel, baut man Schnee leer ab und nicht Schneeblöcke. Naja, schon wieder was gelernt. Wir können auf alle Fälle nochmal ein paar Schneeblöcke craften, wie ich gerade gesehen habe. Und dann können wir auch zwei Schneebälle feuern. Und jetzt bauen wir die Mika ein paar fröhliche Gesellen. So. Und zwar insgesamt 57 Stück. Ja, Mika, wenn, dann macht man's gescheit. Wenn, dann gescheit. Weil 57 Stück haben vielleicht auch eine Chance gegen 4 Skelette. Vielleicht. Und könnten noch dastehen, wenn der Mika dann wieder spielt. Ich wünsche es ihm, dass sie noch da sind. Dann freut er sich. Ich gehe davon aus, er freut sich. Der letzte. Tada! Jetzt rennen hier irgendwo 57 Schneegolems umeinander. Finde ich gut. Ist da schon einer kaputt gegangen? Ihr dürft natürlich nicht durchs Lagerfeuer gehen. Das müssen wir uns leider konfiszieren, die Lagerfeuer. Nicht, dass unsere Schneetiere da kaputt gehen. Das wäre ja schade. Nee, so viele. Schön. Lagerfeuer packen wir eben auch hier rein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nee. Die lassen wir ihm nicht da. Nicht, dass er sich selber eine ganze Armee züchtet. So, die Sachen können wir ihm da lassen. Dann kann er ein bisschen rätseln, was hier los war. Und dann düsen wir zurück. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir beim Zurückgehen auch wieder die Werkbank mitnehmen, die der Lars wieder gebaut hat. Der lernt's nicht. Hier dürfen keine Werkbänke stehen. Und dann, meine Lieben, hat der Ork mit einem super unaufgeräumten Inventar, wie am Anfang auch, die Ehre, diese wunderbare Karte hier zu aktualisieren. Und euch zu zeigen, was wir heute geschafft haben. Karte. Jedes Mal wieder. So, Karte einsetzen. Hier, ihr seht's, dieses kleine Häuschen haben wir gebaut. In diesem kleinen Häuschen wird in Zukunft ein Minion wohnen. Der wird immer wieder mal da sein, denke ich. Und mit mir gemeinsam dann hier als allererste Tat die Felder gestalten. Ihr Lieben, der Ork hat auch die Ehre, diese Folge zu beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne liken. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, dann vergesst nicht zu abonnieren, verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!